Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Tweaks für iPad. Und wir sind ja auf dem Weg sozusagen weiter runter und gucken mal, was wir hier alles noch entdecken. Okay. Da Vögel, ist das nicht? Okay. Ja, ist schon spannend, ne? Also das ist ein Puzzlespiel und es spielt auch ganz gut so mit der Neugier, muss man sagen. Oh oh. Okay, ich kann da rauf. Aber rüber springen kann ich nicht. Aber runter vielleicht. Ah, okay. Oh, da ist so ein fliegendes Teil. Das ist was Neues. Ein neuer Gegner sozusagen. Ich weiß nicht, was mit dem passiert. Kann man den vielleicht auch mit Licht anhalten? Vielleicht. Vielleicht wird er auch wieder irgendwas zu Licht. Muss ich einfach gucken. Oh, hab ich den Kopf gestoßen, ne? Also. Ich kann hier rüber gehen. Passiert da was? Kann ich hier hochklettern? Warte mal. Nee, aber ich kann hier runter bestimmt, ne? Ah, da drüben ist ein Lichtschalter. Geh einfach zum Lichtschalter rüber. Nee, da kann ich nicht hin, weil die Leiter da nicht ist. Okay, dann doch wieder. Der kommt gleich zurück, nicht noch einmal weiter runter. Und da ist eine Lichtschranke. Sieht dann was an der Lichtschranke? Oder er fährt da wahrscheinlich gar nicht in die Lichtschranke rein. Gut. Das macht doch nichts. Dann gehen wir nicht gleich hier den Baum hoch. Dann krabbeln wir, wenn er in die andere Richtung geht, dann krabbeln wir wieder runter. Das ist, glaube ich, der Sinn, der hier am meisten Sinn ergibt, glaube ich. Noch wissen wir nicht, was mit dem passiert, wenn die Licht landen. Das werden wir aber noch rausfinden. Aber noch wissen wir es nicht. So. Und runter. Okay, aber jemals eine neue Gegnersorte. Ich mag diesen Art-Style hier so ein bisschen. Wieder der Vogelmann. Ich weiß noch nicht, was er auf sich hat mit ihm. Ich bin genau auf. Fahrstuhl. Okay. Da ist ein fliegendes Ding. Ich kann mich bestimmt gleich runterfallen lassen. Da ist ein Schalter. Der Schalter wird ja irgendwas hoch machen. Nein. Runter. Gut. Ich dachte, kann ich da nicht runterspringen? Das müsste ich doch können. Warte mal. So. Okay, das ist ganz klar. Wir müssen gleich an dem herlaufen und dann schnell da runter. Ja, würde ich sagen, was anderes geht ja gar nicht. Na los, geh weg, Paddel. Sieht so ein bisschen aus wie... Ich glaube, wie so Quallen, ne? Ach Quatsch, das muss ich hier wirklich... Normales machen.
Dingens? Großes kommt ja auf uns zu, glaube ich. Aha, so ein Fehler. Nee, noch nicht. Er kann auch nicht durchs Licht durch, okay. Muss mal kurz überlegen, für was das Licht steht. Aber gar nichts. Ach, guck mal. Ach, die geht ja nach oben. Ach, Quatsch. Hat er einen anderen Weg, den er gehen kann? Okay. Halt, wir gucken uns das Bild nochmal an. Mal gucken, was passiert. Okay. Das haben wir mal gehört. Hier ist ein Schalter. Der Schalter macht was? Aha. Okay, warte. Na gut. Das wird, glaube ich, noch verzwickter gleich. Davon gehe ich mal aus. Spielt noch einer auf so einem Baum? Weg ist er. Na gut. So. Komm mal hoch. Oh nein! War ich zu langsam. Müssen wir schneller sein, warte. Da was bringt eigentlich gar nichts, ne? Ja, geht ja nicht weiter da, oder? Nee, bringt auch nichts. Warte mal kurz, wir brauchen auf jeden Fall den Schalter da oben. Da enden. Wir können ja hier nicht runter. Hm.
den da, glaube ich, mal raus. Der verjagt den Hund. Mist. Okay, jetzt weiß ich wie. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Warte mal. Das ist wirklich clever. Was fliegt der in die Richtung? Schau gleich an, wenn er den Hund verjagt hat. Also er jagt den Hund ja direkt in den Lichtkegel rein. Noch sehen wir den Lichtkegel natürlich nicht. So, dann kann der Geist da nicht durch, okay. Gut, pass auf, nochmal hier auf. Dann muss der ja gleich runtergehen wahrscheinlich. Raffiniert. Okay. Genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen für dieses kurze Video. Jetzt haben wir die neuen Gegner. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, tschüss.